Hallo, meine Erfindung ist offiziell Kulturerbe. Na und, Thüringen? Ich habe eine richtig krasse Erfindung, die die Welt verändert hat. Könnten wir bitte vielleicht eine Erfindung nach der anderen durchgehen, damit die Zuschauer noch folgen können? Apropos, die Hauptstadt von Thüringen ist ja Erfurt. Und Hugo Erfurt, der nicht aus Thüringen kam, sondern aus Schwelm, das heute bei mir in NRW liegt, wow, das war ja ein richtig geschmeidiger Einstieg ins Gespräch, NRW, hat 1864 etwas erfunden, das man in sehr vielen deutschen Haushalten findet. Was denn? Rate mal. Sehr viele Haushalte. Den Stuhl? Ja, genau, der Stuhl wurde vor 160 Jahren in NRW erfunden. Ah, dann die hier. Nein. Die wurde Ende der 70er bei meinem Nachbarn in Frankreich entwickelt. Also, er war Apotheker. Apotheker? Dann bestimmt das selbstklebende Heftpflaster oder sowas. Hallo, das wurde bei mir erfunden. Oh. Von Paul Beiersdorf. Ja, aber Beiersdorf kam aus Neuruppin. Das liegt heute bei mir in Brandenburg. Mag ja sein, aber das Patent hat er 1882 bei mir bekommen. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu dir, NRW. Irgendwas mit Apotheke, ja? Ach so, nee, sein Beruf hat mit der Erfindung gar nichts zu tun. Es hat eher mit dem Beruf seines Vaters zu tun. Der war Papiermacher. Papiermacher? Dann bestimmt DIN A4-Papier oder der Pappteller. Nee, der Pappteller wurde bei mir erfunden. Ha, nicht dein Ernst, Brandenburg. Doch, 1867 vom in Luckenwalde tätigen Buchbinder Hermann Henschel. Besser als Pappteller. Papiermacher. Jetzt weiß ich's, der Buchdruck. Also bitte, das weiß doch wirklich jeder, dass der Buchdruck Mitte des 15. Jahrhunderts von Johannes Gutenberg bei mir in Mainz erfunden wurde. Ah, das ist also deine krasse Erfindung. Nee, auch nicht Buchdruck. Noch viel besser. Dann hilf mir. Raufasertapete. Wow. Oh, Raufasertapete. Schön. Aber jetzt rate mal, was bei mir erfunden wurde. Thüringer Bratwurst. Das meine ich nicht. Etwas, was nicht ganz so alt ist. Erst 200 Jahre. Weiß nicht. Schuhe? Ja genau, Schuhe wurden erst vor 200 Jahren in Thüringen erfunden. Dann gib mir einen Tipp. Es ist ein Spiel. Monopoly. Nein, das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA erfunden. Älter. Schach? Nein, viel jünger. Schach wurde vor vielen hundert Jahren in Asien erfunden. Ein Spiel, das in Deutschland erfunden wurde. Siedler von Catan. Nein, nicht so jung, sondern... Ach, weißt du was? Ich sag's dir einfach. Vor ungefähr 200 Jahren wurde bei mir in Altenburg Skat erfunden. Ein Kartenspiel? Was haben denn hier bitte alle mit ihren Papiererfindungen? Außerdem, Thüringen, war das jetzt deine tolle Erfindung, die du am Anfang des Videos angekündigt hast?